Hey Leute, Kurotoki wieder am Start. Also, wir haben heute wieder ein Update gehabt und natürlich kommt hier auch das Update-Video dazu. Also, bevor ich natürlich auf dieses ganze Update hier eingehe, starten wir erstmal mit dem Login-Bonus. Wir gehen das Ganze schnell durch, weil es ist eigentlich nichts Besonderes, außer beim letzten Login-Bonus, da wird es ein bisschen interessanter. Bei Login-Bonus Nummer 1 können wir sehen, am 5. Tag bekommen wir 50 CC. Auf die anderen Sachen werde ich jetzt kaum eingehen, weil das Wichtigste ist hier eigentlich eh die CC. Bei der zweiten Woche bekommen wir am 4. Tag die 50 CC und bei der dritten Woche bekommen wir am 2. Tag schon die CC und dann bei der vierten Woche bekommen wir auch am 2. Tag die CC und am letzten Tag bekommen wir nochmal das Spezial-Item. Aber Leute, jetzt kommt eben etwas Interessantes und zwar der Daily Login wurde komplett geändert. Die CC, wie man sehen kann, bleiben komplett gleich, aber statt 5 Energie bekommen wir jetzt 15 pro Tag und wie ihr sehen könnt, rechts unten Leute, bekommen wir jetzt pro Tag einen Radierer, wenn wir natürlich wollen. Hängt natürlich davon ab, was ihr wählen wollt. Also ich würde als Beispiel sagen, ein Radierer ist mir mehr wert als 10 CC, um ehrlich zu sein, weil wenn man die ganze Zeit seine Equipments rerollt und so weiter, da ist es eigentlich schon mehr wert, den Radierer zu holen, statt der CC. Müsst ihr euch auf jeden Fall selber dafür entscheiden, aber ich finde es auf jeden Fall eine schöne Änderung, muss man schon sagen. Die rechte Seite können wir eigentlich fast wie immer überspringen, aber auf der mittleren Seite haben wir zwei alte Events wieder zurückbekommen. Bei den Events geht es eigentlich nur darum, die Abenteuer zu farmen, weil wir haben ein neues Abenteuer-Event bekommen und hier beim Cell kann man schon direkt sehen, dass man hier die 7-Stunden-Abenteuer bekommen kann und bei C20 eben die 3-Stunden-Abenteuer. Und da es jetzt auf der mittleren Ebene jetzt nichts anderes gibt, gehen wir auf die linke Seite weiter. Auf der linken Seite haben wir eigentlich auch nichts Neues dazu bekommen, außer, dass der USC-Rush erneuert wurde und dieses Mal gibt es alle Belohnungen doppelt. Also statt 500 CC kann man 1000 CC bekommen und statt 18 Tickets bekommt man 36 Tickets. Finde ich auf jeden Fall nice und das Beste ist einfach nur, Leute, dieser USC-Rush hier geht 6 Tage. Bedeutet, nächste Woche Mittwoch ist der USC-Rush schon wieder erneuert. Falls ihr euch jetzt fragt, warum das so gemacht wurde, naja, sie haben gesagt, dass sie mit dem nächsten USC-Rush wieder ein paar Änderungen vornehmen möchten. Und ich denke mal, das ist dann wegen dieser Zenkai-Z-Power und so weiter. Seien wir auf jeden Fall gespannt. Ich werde für diese Woche meine Tickets nicht sofort benutzen für den USC-Rush, weil es kann ja sein, dass vielleicht nächste Woche der USC-Rush-Banner auch erneuert wird. Da bin ich mir nicht ganz so sicher, aber kann man nie wissen. Deshalb könnt ihr auf jeden Fall zur Sicherheit schon mal euch die Tickets aufsparen. Und oben könnt ihr auf jeden Fall sehen, dass wir einen alten Koop-Gegner wieder zurückbekommen haben. Hier handelt es sich um Demon King Piccolo. Und ganz einfach gesagt, man kann wieder diese Zenkai-Tickets für den Kid Goku farmen und ihn auf Zenkai 7 bringen. Sollte auf jeden Fall jeder einzelne von euch machen, weil glaubt mir, dieser Goku ist es einfach nur wert. Dann Leute, machen wir hier bei der Story weiter, weil Part Nummer 8 ist gekommen mit 5 neuen Stages. Ist jetzt nicht viel Free-to-Play-CC, die man farmen kann, aber das Gute ist eben, dass wir jetzt eine neue Story bekommen haben. Schauen wir mal, wann Shout seine nächste Verwandlung bekommen wird. Wird sicher noch ein bisschen dauern, aber bin auf jeden Fall gespannt, wann Shout in den Super Saiyan Blue gehen wird. Dann machen wir hier weiter mit dem Shop. Normalerweise zeige ich ja kaum den Shop, aber diesmal haben wir etwas Wichtiges, und zwar die Super CC sind wieder da. Es gibt auch wieder ein paar gute Sales auf jeden Fall, als Beispiel für 8,99 die 1000 CC kann man zweimal holen. Und wenn jemand natürlich noch mehr CC haben möchte, ist das 23 Euro für 2000 CC Angebot eigentlich auch ganz okay. Aber das, was ich möchte, ist auf jeden Fall auf diese Super CC hier eingehen. Für 45 Euro kriegt ihr 2000 CC und einmal diese Super CC hier. Und der Grund, warum ich euch das hier zeige, ist einfach nur der, weil im Shop jetzt, also im Super CC Shop, das könnt ihr hier sehen, da haben wir jetzt Legends Limited Z-Power bekommen und dafür braucht ihr dreimal die Super CC. Bedeutet für euch, wenn ihr die Legends Limited Z-Power haben wollt, braucht ihr dreimal die Super CC. Also dreimal die 45 Euro müsst ihr da rein investieren. Und die restlichen Angebote für die Super CC bleiben eigentlich hier 1:1 gleich, so wie beim letzten Mal. Also, da wir hier schon beim Shop sind, machen wir auch beim Shop direkt weiter. Hier können wir auf jeden Fall sehen, wir haben unser Abenteuershop auch bekommen. Der ist eigentlich eh genau gleich wie die anderen Abenteuershops, sage ich mal. Und natürlich kann man die Abenteuer, die immer eine Stunde gehen, auch hier vom Shop direkt kaufen. Bedeutet, man muss natürlich erst damit anfangen, dass ihr zum Beispiel vom Event entweder ein 3-Stunden-Abenteuer oder 7-Stunden-Abenteuer euch holt und dadurch dann genug Tomaten sammelt, sodass ihr jetzt hier die Abenteuer kaufen könnt, die eben eine Stunde gehen. Also, bevor wir jetzt zu den Summons gehen, möchte ich noch zwei Sachen erwähnen. Das Schlangenpfad-Event kommt wieder zurück. Da kann man wieder Free-to-Play-Z-Power holen. Es soll am 31. August erst wieder kommen. Und das zweite ist ein Equipment, welches ein Awakening bekommen hat. Und ja, ist eigentlich ein sehr starkes Equipment. Das könnt ihr hier sehen. Das ist perfekt für den neuen Cell, der gekommen ist. Ganz ehrlich, ist höchstwahrscheinlich eine der besten Equipments, die ihr überhaupt haben kann, wenn nicht das beste Equipment für diesen Cell, weil schaut euch es an. Der erste Slot geht bis zu 20% Basisschlagverteidigung. Zweiter Slot erhöht seinen Special Move, also bis zu 12,5%. Und es beginnt schon bei 8%. Also ja, wird sehr wichtig sein. Und der dritte Slot ist ehrlich gesagt ziemlich krass. Beide Angriffswerte werden erhöht. Beide, nicht eins von beiden. Beide, bis zu 18% von ihren Basiswerten her. Ist eigentlich schon ziemlich krasses Equipment. Also jeder, der den Cell spielen wird, muss dieses Equipment eigentlich farmen, ganz ehrlich jetzt. Und jetzt fehlen uns eigentlich eh nur mehr die Event-Missionen und dann können wir direkt zu den Summons gehen. Wir fangen natürlich ganz unten an. Bei den zwei Events, die wir sehen können mit dem C20 und dem Cell, sind es eigentlich eh nur die Abenteuer, die man hier farmt.
Hier könnt ihr wie immer auch natürlich 100 Energie ausgeben, bekommt eine Platin-Coin und hier noch einmal. Also zwei Platin-Coins kann man sich hier dann am Ende noch abholen. Dann haben wir für Copa-Event-Missionen bekommen. Das wird für die meisten eigentlich nicht so interessant sein, weil es geht eigentlich nur darum, dass man nachdem man die ganze CC gesammelt hat, die ganze Zeit nur diese Zenkai Kid Goku-Tickets bekommt. Für die Leute, die noch nicht gefarmt haben, ist es perfekt, weil dann könnt ihr sein Zenkai noch schneller erfarmen. Aber für die Leute, die eben schon sein Zenkai gefarmt haben, sind die Tickets eigentlich komplett uninteressant. Und natürlich geht es dann hier weiter mit dem Sammelabenteuer-Event-Missionen. Und ja, hier könnt ihr sehen, wir können dreimal ein Single-Ticket bekommen. Und einmal ein Assist-Sparking-Ticket. Bedeutet, wenn man 5 von denen hat, kann man dann eben wieder einen garantierten Sparking pullen. Was ich auf jeden Fall schade finde, ich dachte im Coop-Shop werden wir auch wenigstens 5 Tickets haben, aber leider haben sie die nicht hinzugefügt. Ich hoffe natürlich, dass sie noch in den Coop-Shop kommen, aber Stand jetzt sieht es nicht danach aus. Plus bei diesem Sammelabenteuer-Event soll es 2 Seasons geben. Vielleicht kommt dann wieder etwas noch Größeres, wer weiß. Also, somit hätten wir eigentlich alles besprochen und deshalb kommen wir jetzt zu den Summons. Hier gibt es wirklich nur einen einzigen Banner und das ist der Zapper-Banner vom LF Margin Vegeta. Also es fängt schon mal sehr gut damit an, dass zum Beispiel die Sparking-Rate so richtig schön auf 10% ist. Der Step-Up an sich ist eigentlich genauso ein Step-Up wie alle anderen auch. Bedeutet, ein ganzer Durchgang kostet euch 4100 CC. Ich gehe mal davon aus, dass hier sehr viele Leute pullen werden, weil Margin LF Vegeta ist wirklich sehr stark. Und der Cell hat etwas, was kein anderer Charakter vor ihm jemals hatte. Wenn er drauf geht, kommt er mit 100% Leben zurück und verwandelt sich auch noch und wird dadurch noch stärker. Plus Leute, der Gohan, der einen Zenkai bekommen wird, ist auch drinnen. Und Kefler für die ganzen Fusion-Spieler ist sogar auch drinnen. Ist auf jeden Fall ein interessanter Banner und wie gesagt, ich gehe mal davon aus, dass wirklich sehr viele Leute für den pullen werden. Also falls ihr auch für den pullt, viel Erfolg dabei. Das wäre es dann von meiner Seite aus auf jeden Fall gewesen. Bin auf jeden Fall gespannt, was die nächsten Updates mit sich bringen werden. Weil auf jeden Fall haben wir ein großes Update vor uns. Und ja, ich bin eigentlich schon ziemlich gehypt dafür, muss ich sagen. Deshalb, Leute, wünsche ich euch auf jeden Fall viel Erfolg bei eurem Puls. Ich hoffe, dass wir uns am Stream am Wochenende oder beim nächsten YouTube-Video wiedersehen. Also Leute, und ciao!